Leute, bevor ich es noch vergesse, klick mal auf den roten Button da unten. Da steht Abonnieren drauf. Ihr würdet mich sehr damit unterstützen und ist völlig kostenlos. Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Servus und herzlich willkommen zu so einer kleinen App. Wir haben ja schon so ein paar Bilder verschoben, zusammengefügt. Und ich habe so eine Werbung gesehen auf YouTube. Und da habe ich mir gedacht, dieses Spiel, das brauche ich. Und ausgeschnitten hat es jetzt einfach von alleine. Ich denke mir so, ultra krasse App. Also, ich drücke auf Weiter und... Okay. Toll. Ja, Leute, ich glaube, ich habe das am Anfang nicht so ganz gecheckt gehabt. Aber so würde Angela Merkel ausschauen, wenn sie ins All fliegen würde. Was ist das? Das sieht authentisch aus, ja? Das ist sehr gut. Das macht mir Angst. Was könnte denn interessant sein? Angela Merkel als... Okay, Angela Merkel als Mona Lisa. Habe ich auch Albträume davon? Das hier bitte. Ja. Gibt's irgendwas, was irgendwie ein bisschen anders ausschaut? Hier. So. Mach mal da drauf. Das sollte doch einfach sein. Komm, mach. Nein. Einfach nur nein. Das hier, das ist doch. Hilfe! Bitte lassen Sie das! Machen Sie mir keine Angst! Oder du. Guck mal. Das könnte sogar echt sein. Außer halt die Haare, aber die hat er echt komisch irgendwie ausgeschnitten. Aber sonst sieht es echt gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Aber okay, dann schauen wir mal den komischen Typen auf dem Pferd. Ja. Würde hinhauen. Das jetzt vielleicht eher weniger. Sehe ich mal gar nicht dazu. Und mein Stuhl quietscht, das weiß ich, ja. Was ist das? Das, so wenn man sich nur so das Kinn anschaut und sich die obere Hälfte wegdenkt, dann denkt man so, Digga, krasser Dupp. Dann denkt man so überhaupt nicht an Angela Merkel. Und du komischer Stuhl, könntest du bitte aufhören zu knarzen? Warum? Wieso? Wie sieht Angela Merkel als Fitness? Nicht gut. Das. Was ist das? Was ist das? Bitte mach es weg. Komm. Ja. Das ist Angela Merkel. Danke dafür. Das ist Angela Merkel in Paris. Das ist doch super hübsch. Oder schauen wir mal schauen wir mal das an. Nein. Aber dieses Spiel oder diese App erkennt wenigstens, wo das Gesicht ist. Das hat die letzte App schon nicht erkannt. Okay, warte mal. Das ist doch bestimmt krass. Mach mal. Aber wir haben immer das Problem mit den komischen Haaren. Ich würde sagen, ich suche jetzt einfach mal ein Bild raus, wo sie nicht so oder... Ich suche mir einfach eine andere Person raus, wo die Haare nicht so reinhängen. Und dann ziehen wir uns gleich wieder. Ja, der kleine Luca, den haben wir jetzt rausgesucht. Und dieses Bild sieht bestimmt immer scheiße aus. Suchen wir mal eins. Das. Da sieht es doch bestimmt... Ja. Das ist...
Es passt schon echt besser als Angela Merkel. Das sieht jetzt echt komisch aus. Aber was könnten wir denn noch nehmen? Den komischen Muskelprotz da. Den da. Ja. Also das funktioniert schon echt gut mit Luca. Yo. Das könnte auch wirklich die Person sein. Yo, das finde ich jetzt echt gut. Gut gemacht. Was ist das? Was ist das, bitte? Kann mir sagen, was ist das? Helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Sag nichts dazu. Und Luca als komischer Comic, echt Superheld gemischt. Das sieht auch echt smooth aus. So, vielleicht noch dieser komische Iron Man. Ja, das nicht. Ja, aber das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr noch irgendwelche Leute habt, mit denen ich das machen könnte, schreibt es mal unten in die Kommentare. Werde ich vielleicht dann in der nächsten Folge machen. Und somit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und somit, ciao! Tschüss.